Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Yo, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Ich hab schon wieder total vergessen, aber wir gucken erstmal im Telefonbuch nach. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal Roman an. Vielleicht hat er ja irgendwas für uns. Nico, now that you're settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Okay, ja, vielleicht merkt ihr es, ich habe nochmal die Sound. Warte mal. Du kannst Roman jetzt anrufen und nach Arbeit fragen. Suche Roman im Telefonbuch und wähle die Option Job. Okay, das machen wir dann. Ja, können wir gleich eigentlich auch mal machen. Zunächst nochmal, aber ich habe nochmal den Sound ein bisschen runtergestellt. Also den allgemeinen Sound runtergestellt und hier die SFX nochmal ein bisschen hochgestellt. Und ich habe die Anzeigen, nein, die Grafikoption nochmal umgestellt. Und zwar habe ich die Fahrzeugdichte. Also ich schätze mal, mit Fahrzeugdichte ist gemeint, wie viel Verkehr da ist. Das habe ich mal runtergestellt. Und dafür die Sichtdistanz und Detaildistanz nochmal ein bisschen hoch. Mal schauen, ob das was bringt oder ob es mehr ruckelt oder weniger oder wie auch immer. Ach, warte mal. Wir steigen erstmal ein. Da können wir währenddessen schon mal fahren. So, ich würde sagen, dann rufen wir jetzt nochmal an. Job. Mal schauen. Roman, I want to take a fare for you. Nico, you're a good cousin. I was hoping that you would start to help me. Come collect the car from the depot. I'm already in one of your cars. I'll go collect them now. Okay, go over to Cerveza Heights to pick up the fare. Bring them over to Meadow Hill Station. Okay, bring den Kunden in, keine Ahnung, Heights ab. Cerveza oder so. Gut, dann machen wir das direkt mal. So, das ist immer noch eine vorproduzierte Folge. Also, bevor ich das Let's Play hochgeladen habe, sag ich mal. Oder den letzten Teil hochgeladen habe. Also, ja, ich habe noch keine Meinungen über das Spiel und so. Aber ich schätze mal, euch wird das sowieso gefallen. Deswegen nehme ich einfach mal weiterhin auf. Und, jo. Mir ist noch eingefallen. Und zwar gibt es ein paar Missionen. Also es gibt wirklich nicht viele, aber es gibt wirklich ein paar Missionen. Da müssen wir Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel sind wir gute Menschen und töten einen Menschen nicht. Obwohl wir ihn eigentlich hätten töten sollen oder andersrum oder wie auch immer. Oder auch so Auswahlmöglichkeiten wie töte den oder den. Die werde ich dann generell euch entscheiden lassen. Ich bin eigentlich eher für den guten Weg, so dass wir, wenn möglich, alle am Leben lassen. Aber, naja, das müsst ihr wissen. Okay, das war's schon. Gut. $4, wow. Das ist ja echt gelohnt. You want more fares? Just call. Ich schätze mal, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber wir bekommen bestimmt auch noch ein paar Bonuspunkte bei ihm. Little Jacob, rufen wir den einfach mal an. Ja, toll. Toller Spruch. Anstatt ja, nach dem Piepen sprechen sie auf den Anrufbeantworter, bla bla bla. Ja, einfach nur, ich habe nichts zu tun, bis dann. Fertig. So, so, dann bleibt jetzt nur eine Möglichkeit, dann rufen wir nochmal. Nein. So. Mann, Mann, Mann. So. So, dann rufen wir nochmal Michelle an. Vielleicht will die ja irgendwas. Hi there, it's me, Nico. You want to meet up? Yes, just be up in an hour. Okay, in einer Stunde ab. See you in an hour. Gut, ich mach mal ganz kurz irgendeine andere Musik an. So. Gut, bei Michelle haben wir wieder Pluspunkte gesammelt, weil wir sie eben angerufen haben. Und dann fahren wir mal zu dem Herz. Das ist jetzt, schätze ich mal, eine, ja, optionale Mission.
Weil es ist ja nicht so ein Zeichen, wie wir das am Anfang hatten. Da stand dann ja M, großes M mit dem Herz, und jetzt ist einfach nur so ein, ja, so ein Herz, wie bei dem Haus zum Beispiel auch. Also, da müssen wir nicht hin, da können wir dann hin. Das ist doch unbekannter Anrufer. Joko, fatty Roman Gun, it's Vlad. Vlad, name doesn't ring any bells, I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb bitch. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Kamerad Bar in Mohawk. I have a word for you. Okay. Vlad will irgendwas von uns. Okay, haben wir jetzt Vlad hinzugefügt oder was? Ja. Okay. Okay, Vlad braucht unsere Hilfe oder... Ja. Naja, Hilfe in Anführungsstrichen. So, aber wir machen jetzt erstmal was bei Michelle. Weil wenn wir sie jetzt nicht abholen, dann schätze mal, kriegen wir wieder ein paar Minuspunkte und das wollen wir natürlich nicht. Okay, let's get going. Ach, Scheiße, was machen wir denn jetzt mal? Oh Gott, was gibt's denn hier alles? Ich würde sagen, wir gehen einfach, was ist das denn? Kabarette. Kabarette, was haben wir hier? Eine Bar, ein Restaurant. Komm, wir gehen einfach ins Restaurant. Was soll's? Das ist, glaube ich, auch in der Nähe von Vlad später. Your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime is... Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not. Interesting weather, isn't it? Very. So, ich liebe solche Lokale, ja, das ist doch schon mal gut. Dass wir nicht das Falsche ausgewählt haben. So wie es bei San Andreas öfters mal war. So, jetzt müssen wir sie wieder nach Hause bringen. Ist natürlich super. Aber ich glaube, das schneide ich diesmal raus, sonst dauert es zu lange. Also, wir sehen uns bei Michelle wieder. So, und hier sind wir wieder. Can I come in? Sure, why not? Ah, okay. Wir konnten unser Glück versuchen. Und jetzt können wir rein. Gut. Hätte sie uns jetzt nicht so gemocht, dann hätten wir wahrscheinlich nicht reingekonnt. Oh, great! Das geht ja schon mal gut los. Direkt im vierten Paar geht's richtig zur Sache. Natürlich. Muss sein, ne? So, nochmal Pluspunkte gesammelt. Den Wagen möchte ich haben. Bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Nein! So, danke. Hau ab. Das ist mein Wagen. Saybrigitte. Okay, ich würde sagen, ohne jetzt groß abschweifen zu wollen oder irgendwie sowas, gehen wir jetzt zu Vlad. Aber erstmal gucken, was Roman meint. Pool spielen, ja, ist gerade schlecht eigentlich. Sorry, cousin. I have no time to play pool right now. Cool, gun. Another time then. Call me. Okay. Ja, das hat jetzt natürlich Minuspunkte gebracht, weil wir nichts mit ihm unternehmen oder unternommen haben. Aber naja, wir haben jetzt keine Zeit. Wir wollen jetzt bei Vlad was machen. Obwohl das ein Arsch ist, aber naja. Bullene Shiner Shop. Ah, fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good! I'm going to be somebody! Yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going! Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Sorry, but I see you later, okay? Yoko, fatty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Flick. Very catchy. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Flick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's. I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need the bat to teach a lesson.
Gut. Du kannst ein Taxi nehmen. Ja, okay, wir nehmen uns ein Taxi. Nehmen wir uns in ein Taxi. Hallo. Yeah, wir können uns ein Taxi nehmen. Juhu. Where can I take you? So, wir und es benutzen, um das Ziel zu wählen. Zielort. Kostet 2 Dollar. Paint, Spray, Bowling, blablabla. Ja, Zielort würde ich mal sagen, ne? Eingabe zum Aussteigen, Eingabe um Fahrziel zu wählen. Ja, warten jetzt. Ey, das ist auch stumm. Ja, toll, jetzt hab ich... Willst du mich verarschen? Hallo. Jetzt habe ich 2 Dollar für nichts bezahlt, du Penner. Du Penner! Ja, wenn beides auf der gleichen Taste liegt... Was soll ich denn da machen? Warte mal, Steuerung. Auf was habe ich denn alles Eingabe? Da habe ich nichts Eingabe. Hier habe ich nur Eingabe zum Ein- und Aussteigen. Sonst habe ich nirgendwo mehr Eingabe. Wie stumpf. Warte mal, wenn ich jetzt... Achso, im Fahrzeug. Nee. Wenn ich mal das jetzt auf Q mache zum Beispiel. So. So, F zum Aussteigen, Eingabe zum Fahrziel. Okay. Komisch, warte mal, da muss ich das Ein- und Aussteigen irgendwo anders machen. Hier, Steuerung, Tastatur. So. Also. Ein- und Aussteigen darf ich dann nicht Eingabe machen, sondern F ist auf F okay. Oder nee, ich mache es Eingabe. Und... So, da war das Mikro etwas nah. Und auch F. So. Ach, verdammt. Mein Gott. So. Ja. Ne, warten jetzt. Jetzt habe ich Stand wieder hergestellt. Ach Gott. So. F. Ja, super. Jetzt habe ich Standard wiederhergestellt. Ach man, Moment. So. Ja, wir können uns das jetzt angucken. Oder... Warte mal. Können wir das auch überspringen? Natürlich können wir das auch überspringen. Aussteigen zum Abbrechen. Warte mal, jetzt fahre ich zum Bowling, ne? Ja, das brauche ich ja eigentlich auch nicht. Sorry, change of plan. Moment, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen verpeilt, oder? Mann. Hier. Ich muss... Das muss nur F sein. So. Hallo. Kollege. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf uns. Na komm. Junge! Verpiss dich! Ah, oh, ist doch ein Esel, ey. Hallo, ich möchte jetzt hier einsteigen. Ey, weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich sehe da hinten ein Taxi. Ach, da ist schon ein anderer. Na egal, raus mit dir. So, mein Gott. Nein! Oh, was gibt... Ja, das gibt's auch nicht. Nein, ich will keine Schläge. Ich will jetzt einfach nur zu meinem Fazit hier. Oh. Hoppa. Jetzt bin ich alle verrückt. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt hauen sie alle ab. Was sind das für welche? Ich will nur... Wisst ihr was, ey? Wir sehen uns da. So, meine Güte. Und hier ist auch schon der Laden. Achso. Ach, ich bin immer noch auf Eingabe fixiert. Ich muss, glaube ich, mal offscreen gucken, wie ich das ändern kann, dass ich mit Eingabe aus dem Auto steige. Hey, let me in. You have Vlad's protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here.
Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He gets no money. Uh-oh. Finde etwas, das du durch das Ladenfenster werfen kannst. Na, ja, was machen wir denn da? Ah, ich habe jetzt auch mal eingestellt, dass er die ganze Zeit läuft, aber also rennt. Ich weiß nicht, ob das so super ist. Und nochmal beim Steuerungsmodus. Halt. Und das Blöde ist, wenn ich das so halte, dann rennt er nur so. Wenn ich dann öfter drücke, was bei mir ziemlich umständlich ist, dann ist er so. Warte mal, kann ich auf so einen Molotov-Cocktail da durchwerfen? Ach nee, hier, warte mal. Kann ich das aufheben? Ja, das kann ich aufheben. So. Bäh. Stop it, shitbrain! I pay up now, I pay up! Here's the money! I hope you and Vlad choke on it! Sure, whatever. So einfach ist das. So, und ja, komm. Jetzt machen wir es nochmal so. So, jetzt müsste es aber auch gehen. So, Zielort. Hey, buddy, jetzt F zum Aussteigen. So, can you take me to Mohawk Avenue, yes? Sure thing. We'll be there in no time. So, und die Fahrt gegen Mehrkosten zu überspringen. Um schneller zu fahren, überspringen, ne? Dafür kostet es aber mehr, oder wie? Oh, das kostet aber echt mehr. Na, egal. Oh, danke. Oh. Kleiner Autofahren. Nein, Quatsch. Ich fahre ja genauso. So, hier wären wir. Hey, Yoko. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Danke. Hey, der hätte auch mal sagen können, danke, dass du es für mich gemacht hast. Das war so reizend von dir, oder so. Nein. Hau ab. Einfach mal hau ab. Ey. Na egal. Ich würde sagen, ich speichere hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.